Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Planet Coaster. Ja, wir hatten beim letzten Mal richtig viele Probleme. Mittlerweile sind sie aber gelöst und wir haben auch $30.000 am Budget. Ich habe währenddessen zwischen den Folgen nochmal nach den Preisen geschaut. Die sollten definitiv jetzt passen. Überall ist eine lange Schlange, wo jetzt keine ist, war gerade ein Ausfall. Ja, dekorationstechnisch habe ich auch nochmal zugelegt. Ich habe hier vor allem thematisch natürlich eine Piratentoilette hier erstellt. Sollte auf jeden Fall passen. Da wird dann oben ein bisschen gespielt. Hier sehen wir es auch. Ja, wie gesagt, thematisch ein bisschen angepasst. Hier habe ich auch schon ein paar Winkel hin platziert, aber sonst noch nichts weiteres. Auch hier hinten, wie versprochen, habe ich hier dekoriert und nicht nur das. Ich habe hier einen weiteren Infostand errichtet, als auch nochmal ein Milchshake-Stand. Ich hoffe, das passt, der macht auf jeden Fall bisher Plus und ich denke, der Informationsstand leider nicht, doch er kommt. Und der Premium Pass kommt mir richtig billig vor. Ist auch hier eine Sache. Warum ist das auf $10? Ist hier hinten auch auf $10? Nee, hier ist es auf 14. Warum ist es denn nicht bei jedem gleich? Kein Wunder, warum der Plus gemacht hat. Okay, gehen wir mal hoch auf 14. Aber man konnte hier auch nicht einstellen, dass es das übernimmt. Ja, okay, schade. Tatsächlich schauen wir diesmal mal auf die Herausforderungen und hier steht Hotel. Deswegen war ich auch schon im Workshop tatsächlich und deswegen habe ich hier auch nicht weitergebaut mit den Bänken, denn wir holen uns direkt mal ein Hotel, das auch vorgefertigt ist aus dem Workshop und natürlich, wir sind hier in der kleinen Piratenecke, deswegen Hotel. Holen wir uns auch was Piratentechnisches und das bedeutet das Riesenteil hier. So, und wir wollen uns natürlich hier eher an den Weg hier quer halten, deswegen gehen wir so nah wie möglich hier hin. Ganz einfach so hin. 12.000 hat es gekostet, somit sind wir trotzdem noch bei 20.000 und hier sehen wir auch schon das hübsche Teil, das riesige Teil. Und ja, beim letzten Mal hatten wir ja auch hier die Waldwasserbahn gebaut und die ist auch eigentlich fast so groß wie unser kompletter Park bisher. Die Warteschlange, die ist extrem, wirklich extremst lang bis zur unteren Treppe. Das ist wild, das ist richtig, richtig wild. Selbst beim Premium Pass warten jetzt schon die Leute. Wir können allgemein mal gucken, wie die Wartezeit ist. Wow, 78 Minuten, oh mein Gott. Moment, wie lange muss man warten, wenn man einen Premium Pass hat? Ich hoffe nicht so lange. Ja, doch, 10 Minuten. Also du sparst dir eine ganze Stunde direkt. Jetzt haben wir tatsächlich hier alles ausgebaut, aber hier ist so ein Riesenloch. Aber wir haben auch gar nichts mehr, was wir hier machen können. Deswegen bin ich zwischenzeitlich schon mal in die Forschung gegangen, habe hier investiert und die erste Forschung ist Pathos 3, was auch immer das ist. Dann das Familiengeschäft, das ist der Arenaut. Okay, und dann noch ein Schienenfahrzeug. Sieht ein bisschen wie Weihnachten aus, deswegen lassen wir das erstmal weg. Wir gehen auf einen neuen Nervenkitzel, das direkt zweimal und ein Fahrgeschäft. Und natürlich hier überall das Maximum. Bedeutet, wir gehen hier über mal 5000, dann wird uns ja das Maximum hier angezeigt. Zack, das sollte hoffentlich relativ schnell gehen und funktionieren. Dann schauen wir mal unsere neuen Fahrgeschäfte an, die wir jetzt haben. Das war einmal das hier. Ja, das ist relativ groß. Das will ich hier zumindest nicht hinbauen. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktioniert. Sieht auf jeden Fall ganz wild aus. Hier hinten kommen ja eh nur Achterbahnen hin. Da haben wir jetzt schon ein bisschen abgerundet, ein bisschen auch damit aufgehört, hierhin was zu bauen. Ja, ich habe auch, warum auch immer, hier immer den Platz freigelassen. Deswegen mal schauen. Ich werde jetzt in Zukunft erstmal, glaube ich, hier nichts errichten. Hier ist eher, ja, die wilderen Sachen. Deswegen will ich auch sagen, thematisch passt es hierhin und ich würde es auch hierhin bauen. Aber ich würde auch erstmal gerne andere Sachen mir anschauen, wie zum Beispiel das hier, was ganz interessant aussieht. Es sieht aus wie, ja, Heißluftballons, die höchstwahrscheinlich in der Luft rumturnen. Deswegen würde ich das auch erstmal lassen. Wir können uns auch erstmal das neue Schienenfahrzeug anschauen oder auch nicht, weil es mir gar nicht hier angezeigt wird. Okay, dann gehen wir mal zu den Achterbahnen direkt. 27.000, 32.000. Okay, was kommt denn jetzt? Okay, das ist, oha, das ist ja mal ganz gigantisch. 32.000 für so ein Ding hier. Und ich habe keine Ahnung, wo man das hinstellen sollte. Also das ist ja eh eine Achterbahn, das heißt hier rechts, aber das Ding. Okay, das ist aber auf jeden Fall kleiner. Deutlich kleiner. Und dann fährt man hier. Moment, wie kann ich mir das vorstellen? Da sind zwei Bahnen drin. Einmal hier rechts und einmal hier links. Ah nee, da fährt man nur durch. Okay.
Aber das sieht auch ganz wild aus. Oh, das sieht schon so nice aus, dass ich da selber Bock bekomme. Und ich würde sagen, eigentlich, da ist der, weil da ist der Eingang. Das ist ganz komisch. Okay, wir würden, wenn es dann so, glaube ich, hin platzieren. Bedeutet, wir sparen, glaube ich, bis wir uns das leisten können. Bedeutet auch, wir machen hier einfach mal kurz den Weg weiter, damit wir da definitiv mehr wissen, mehr Bescheid wissen, wo es lang gehen soll. Zack. Um mal den Weg zumindest vorarbeiten, damit wir wissen, okay, hier soll es dann lang gehen. Aber nicht nur da. Also ich meine, wir haben jetzt eh große Straßen, breite Straßen. Und in unserem Park peilt sich das eh enorm auf. Sieht man ja, also kaum Stau ist hier irgendwo vorhanden. Die meisten Leute sind eh höchstwahrscheinlich in der Warteschlange. Unsere 2700 Leute können allgemein mal kurz gucken auch. Wegen unseres Hotels. Die Sauberkeit natürlich ist enorm hoch. Keine letzten Gedanken für dieses Hotel, aber ich möchte gerne mal schauen. Wir haben ein Luxushotel mit 100 Zimmern. Okay, wir davon sind 17 gerade drin. Hotelleistungen, ja, Zimmerservice, wir haben ein Restaurant drin. Was gibt's noch? Also ich würde gerne alles machen. Internetnutzung, Wellnessbereich, Fitnessraum, Spielhalle. Hört sich noch interessanter an, kostet uns ein Tausender. Aber okay. Gehen wir einfach mal hier nochmal auf die Parkverwaltung, die Forschung, die sollte, ja, wobei dauert noch ein bisschen, ja, okay. Bedeutet für euch ein kleiner Cut, ich werde jetzt hier ein bisschen warten, werde auch schauen, wo ich hier noch vielleicht dekorieren kann und das würde ich dann auch ehrlicherweise einfach mal dekorieren. So, wir haben 28.000 jetzt, heißt 27.000 werden wir jetzt hier investieren in diese gigantische Achterbahn. Also gigantischer geht's glaube ich gar nicht, das ist ein Witz zwischen den beiden hier. Ja, und auch die allerhöchste Investition, die wir jemals in diesen Planet Coaster hier getätigt haben. Natürlich wieder mal über den Weg drüber. Ich weiß auch gar nicht, was hier so das Thema ist. Ja, es sieht nach einem Auto aus, ganz klar. Eingang und Ausgang ist platziert. Das heißt, Ausgang ist hier. Wir gehen dann hier lang und müssten hier raus. Ja, das hätte ich mir mal vorher anschauen sollen. Und das hier fliegt jetzt komplett in der Luft. Okay, das sollten wir definitiv nochmal machen. Und ja, daran setze ich mich schnell. So, ich habe jetzt hier erstmal alles angepasst. So, und jetzt heißt es natürlich, einen Eingang und Ausgang zu platzieren. Und ich glaube, das wird nochmal extrem kritisch. Obwohl es einigermaßen gegangen ist, muss ich sogar ehrlicherweise gestehen. Die Warteschlange ist jetzt fertig. Hier geht es ganz komisch runter, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich wusste nicht, dass das der Ausgang ist. Aber sonst bin ich relativ zufrieden. Jetzt, was mir hier noch nicht gefällt, ist der Ablauf hier, weil da die echt lange warten müssen. Da müssten wir noch mal kurz hier schauen, ob wir das besser unter die Kontrolle bekommen. Mindestabfahrtintervall, sagen wir mal eine Sekunde. Ja, damit das definitiv besser funktionieren wird. Schauen wir einfach mal. Ein krasser Looping direkt zum Anfang, dann ordentlich Geschwindigkeit mitnehmen. Dann geht's hier in die Schraube rein. Die sieht schon extrem nice aus, die Achterbahn. Ja, die nimmt auch richtig viel Platz weg. Also für zukünftige Achterbahnen hier drüben wird es ein bisschen enger, sagen wir mal so. Aber trotzdem, es ist unfassbar nice. Noch ein Looping ist da auch noch mit drin. Da wird die jetzt reingefahren. Also es sieht schon mega, mega gut aus, muss man ehrlicherweise gestehen. Aber was wir jetzt auch noch machen werden, und die Strecke ist vor allem immer noch nicht vorbei, das ist halt so das richtig, richtig krasse. Und was mich noch nicht, also was mich extrem wundert, ist, dass die halt immer noch nicht losfährt. Das ist definitiv nicht so gewollt. Ich hoffe, dass sich das dann nochmal ändert, wenn wir das dann öffnen, weil sonst bringt es ja dann gar nichts, dass wir drei Dinger hier haben. Naja, egal. Ja, insgesamt bin ich mega zufrieden. Ich würde mich jetzt nochmal dran setzen. Okay, mit Airtime haben wir auch irgendwas geschafft. Hier holen wir uns direkt mal zwei Belohnungen, Hotel als auch das mit der Achterbahn hier. Ich würde jetzt trotzdem reingehen in die Dekoration, zumindest von der Warteschlange her. Und dann würde ich sagen, ihr seht ein kleines Zeitrafferchen und wir... Ja, wir sehen uns dann gleich.
Okay, wir haben jetzt hier erstmal die Sache auf 100% gebracht. Das ist sonst extrem viel, wie bei den anderen Achterbahnen immer. Deswegen würde ich auch sagen, wir eröffnen das Ganze. Wir haben eh 17.000 wieder, also Einnahmen generieren wir relativ gut. In gepflegten Maßnahmen würde ich jetzt behaupten. Jetzt nicht unfassbar krasses, aber trotzdem doch gewinnbringend am Ende, was natürlich einen Riesenvorteil gibt. So, jetzt wollte ich aber auch nochmal natürlich den Arbeitsbereich hier ändern von unseren ganzen Leuten. Und zwar natürlich der hier. Denn der beinhaltet aktuell diese drei Parks hier. Sachen hier einfach. Und jetzt wollen wir aber ein wenig drauflegen. Wobei ich ehrlicherweise nicht weiß, wie ich jetzt nur die 5 hinbekomme. Ich glaube, ich habe alles mit drin. Das, was ich zumindest wollte. Wobei das jetzt hier noch nicht mit drin ist. Aber jetzt, ich kann es auch gerne noch mal ein bisschen größer ziehen. Ich kann auch das hier noch gerne mit reinnehmen. So, sollte doch hoffentlich jetzt alles Nötige drin sein. Deswegen mal speichern. Mal schauen, wie es jetzt auch hier abgehen wird. Da kommen auf jeden Fall jetzt schon einige hier mit hinzu. Und ein Sicherheitsdienst hat gekündigt. Ja, toll. Ich wollte das im Griff behalten. Es hat leider bisher zumindest nicht funktioniert. Der ganz obere hat gekündigt. Okay, Moment. Holen wir ein Sicherheitspersonal mit dazu. Von mir aus direkt eigentlich noch ein. Und dann schauen wir einfach mal. Wie gesagt, hier der Zuwachs, der ist enorm riesig. Mal schauen, was die hier sagen. Die sagen, ich habe nicht genügend Geld für. Vielleicht komme ich später zurück. Das sieht aber meiner nach überhaupt nicht so aus, als würden die gleich wieder abhauen. Aber weil sie gerade sagen, die haben nicht genügend Geld, eigentlich voll komisch ist. Warum haben die nicht genügend Geld? Vor allem, weil hier doch ein Geldautomat ist. Ja klar, aber vielleicht hier in der Ecke halt einfach nicht. Bedeutet, wir werden hier noch einen Geldautomaten hinstellen. Das heißt, einmal hier bitte einen Geldautomaten. Das heißt hier, ja, einfach mal dazwischen würde ich sagen, passt ja auch perfekt rein. Deswegen machen wir es auch. Zack, ist direkt drin. Verzieren, wie gesagt, tue ich später, damit das alles dann passt. Ja, und gut ausschauen tut es auch. Der Premium Pass wird fleißig weiterhin verwendet. Der wird echt gut mittlerweile hergenommen. Die Warteschlange füllt sich auch dementsprechend richtig, richtig gut. Was auch gut ist, die Massen auf unserem breiten Weg sind größer geworden, so möchte ich es mal formulieren. Die sind wirklich extrem groß geworden. Der Hauptmeister kommt hier jetzt auch schon angelaufen. Ja, und dann einfach mal schauen. Bisher funktioniert alles top. Wobei, also beim besten Willen, das läuft hier so gar nicht. Warum fahren die nicht irgendwie gleichzeitig los? Das nervt mich ein bisschen, weil so macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, das so zu machen. Mindestabfahrtintervall. Die Zeit, die verstreichen muss, bevor der losfahren kann. Heißt, wenn ich das jetzt hier höher stelle, fährt auch der nächste direkt doch los, oder? Mindestabfahrtintervall. Die Zeit, die verstreichen muss, bevor der nächste Zug losfahren kann. Nützlich, um besser zu besetzen, gilt auch, wenn das Fahrgeschäft voll besetzt ist. Aber an sich ist es doch dann eher wieder so, oder? Wartezeit 1 Minute beim Premium Pass, ja. Ja, auf jeden Fall. Okay, das macht aber für mich immer noch gar keinen Sinn. Und ich kann es auch nicht ändern, sondern müsste es erst schließen, um das zu ändern. Die Warteschlange war voll, so lange warte ich nicht. Ja, kann ich verstehen. Ich mache es jetzt auch erstmal teurer. 25. Machen wir mal 28. Damit trotzdem noch ein bisschen Minus erscheint, zumindest bisher, und dann mehr Plus kommt. Ich muss es trotzdem einmal jetzt schließen. Es tut mir leid, weil das geht so überhaupt nicht. Zuganzahl 2. So, und dann sollte das hoffentlich dann passen. Und ich muss es erst testen. Oh, warum das denn? Ja, okay, lassen wir es mal testen. Dann öffnen wir es und dann fahren wir auch selber. So, es ist geöffnet. Heißt, die ganzen Leute können wieder reinstürmen ohne Ende. Bedeutet gleichzeitig aber auch, wir schauen gleich. Moment, keine Sorge, ich habe es im Hinterhalt noch, im Hinterkopf noch, aber wir schauen uns vorher noch die Forschung an. Forschung Nummer 1 ist Kickflip. Sieht interessant aus. Dann nochmal das Familiengeschäft Bungling Derby. Dann nochmal ein Nervenkitzelgeschäft und das ist Iron Claw. Sieht auch sehr, sehr interessant aus. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier in die Familiengeschäfte rein, als auch nochmal in den Nervenkitzel. Ich möchte das nämlich einigermaßen fertig bekommen. Zudem werden wir auch noch, das sieht auch ziemlich fertig aus, wenn ich das jetzt hier ansehe,
In einer Achterbahn. Einfach mal schauen. Und zwar relativ, ja, wobei alle sind ziemlich teuer, muss ich sagen. Gipfelsturz hört sich doch mal interessant an. Auf das sind wir, glaube ich, noch nie gegangen. Das heißt, hier volles Budget rein. Und dann werden wir das erstmal checken. Und hier checken wir erstmal, dass wir wieder langsamer machen. Und zweitens gehen wir jetzt auch hier schön rein. Die Leute warten schon hier direkt. Okay. Wir nehmen den hier, der ist nämlich ganz vorne. Ich will es los haben. Ich kann sogar zoomen. Also ich entdecke das Spiel auch noch nach ein paar weiteren Folgen noch, okay. Achso, wir warten, ja stimmt. Wir warten ja, bis der Ding hier, bis der kommt. Genau der hier. Toll. Und dann geht's auch schon los. Hier langsam über Kopf. So, und dann hier nochmal durch. Ja. Hier diese ganzen Sachen, Ölfässer und Co. Und dann warten wir. Wir warten? Und was warten wir? Hallo? Oh mein Gott, es geht jetzt richtig schnell los über den Looping rein. Zack. Dann etwas langsamer geworden und wieder Geschwindigkeit aufbauen. Sieht doch richtig nice aus. So, hier dann einmal die Schraube durch, dann in die Drehung rein, dann nochmal in die Kurve und dann. Boah, hat es ordentlich Geschwindigkeit, muss ich sagen. Bin richtig losgelegt hier. Und dann geht es nochmal irgendwas oben rein, schraubenmäßig, kurz mal abwarten und dann wieder schnell runter. Boah, das sieht nice aus. Ich glaube, ich würde die auch mal testen. Looping. Sieht auch sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Und dann direkt mal wieder hoch in die kleine. Warte, das ist eine Schraube, war es nicht. Das ist eine angetäuschte Schraube, eine halbe Schraube. Und dann gehen wir hier in die Kurve rein und dann. Sind wir immer noch nicht fertig? Wir gehen in die nächste Kurve schön hier durch. Wieder sehr harte Kurve, muss ich auch sagen. Wieder in eine Kurve. Und dann sind wir jetzt aber hier fertig für diese Achterbahn. Sieht nice aus. Und ich finde auch eine richtig, richtig lange sogar. Endlich mal, weil die anderen fand ich ja relativ kurz. Und die Warteschlange ist die direkt. Ja, kann man so sagen, dass die voll ist. Passt dann hier auch. Ich habe nicht genügend Geld. Ja, der Geldautomat, der ist ja hier direkt. Da sind auch direkt welche. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob ich Gebühren verlangen sollte, weil wir halt natürlich hier kein Plus machen. Bedeutet, ich mache zumindest etwas. 50 Cent. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt hier beschweren oder nicht. Ach so, ich bin froh, dass es nichts kostet. Ja, okay. Machen wir mal kostenlos wieder hier rein. Machen wir einfach wieder kostenlos. Ich glaube, das bringt auch was für uns, damit die hier mehr Geld haben für die ganzen Sachen. Ich meine, ja, ihr seht einfach selber, wie viele da hingehen. Passt ja relativ gut, würde ich zumindest behaupten. Ja, ich würde auch mal direkt ins nächste gehen. Wir haben 29.000, das ist unfassbar gut, wie viel und wie schnell vor allem wir Geld fabrizieren. Ja, ich würde auch direkt mal weitergehen in die nächste Fahrgeschäftswelt und zwar in den Kickflip, der so aussehen wird. Ja, wir haben hier etwas Größeres und Heftigeres, deswegen würde ich auch sagen, machen wir das direkt mal nebendran, die Warteschlange. Soll circa identisch aussehen. Deswegen gehen wir einfach mal hier so hin. Gehen hier hin, machen den Eingang auf dieser, hallo, auf dieser Seite. Und den Ausgang relativ mittig zu den ganzen, damit sie relativ schnell hier rauskommen. So, und dann die Warteschlange. Die Warteschlange habe ich schon mal. Gut aussehen, muss ich ehrlicherweise. Tut's auch. Ja, Premium Pass ging nicht besser. Also weiter vorne meine ich damit. Deswegen, ja, egal. Machen wir einfach mal auf. Den schönen Kickflip. Den, ja, ich weiß ehrlicherweise nicht, was hier passieren wird. Ob das einfach nur so hin und her geht oder ob sich das gleichzeitig noch dreht. Ich habe keine Ahnung. Deswegen mal schauen. Wir haben auch 40 Nachrichten wieder. Also ganz wild, wie viele Nachrichten wir hier bekommen. Ja, hier haben wir das nächste geschaffen. Easy. Sorge dafür, dass in 3 Monaten in Folge maximal 7% deiner Gäste Opfer eines Taschendiebstahls sind. Gut, das wird eine ziemliche Herausforderung, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber okay. Die stellen wir uns auch dann irgendwann. Ja, was ich jetzt auch gerne mal gucken würde, ist, ob unser Hotel gut ankommt. Ob das so langsam mal Plus macht. Noch macht es Minus. Ich will bei übernachten, aber es ist belegt. Okay. Die Luxushotelzimmer bei sind so billig. Okay. Können ja mal geputzt werden. Gut. Ist hübsch dekoriert. Ist ein schickes Hotel.
hat einfach alles. Die Luxushotels, sagen sie, ist billig. Machen wir dann mal 20. Und hier machen wir dann logischerweise mal 14, erhöhen wir ein wenig, nicht viel, aber zumindest ein wenig. So, dann schauen wir mal hier hinten. Da passiert aktuell noch nichts, aber wir sollten, ja, 100% haben. Das haben wir auch. Wir sind ja exakt an der anderen Warteschlange dran. Aber dekorieren, wie gesagt, wird auch noch geschehen, zwischen den Folgen zumindest. Blicken wir mal gespannt drauf. Die ersten Leute kommen, es dauert ja auch, es ist wirklich relativ weit hinten von diesem Park. Ja, deswegen mal schauen. Ich würde auch sagen, dass wir hier, wir können auch gerne mal den Weg kurz weiterbauen, dass wir hier auch etwas weitergehen natürlich, aber auch uns darauf fokussieren, hier mal wieder so eine Querstraße einzubauen, damit wir wirklich jeden Platz unseres Weges nutzen. Ich weiß auch nicht, ob wir hier vielleicht so mal so eine Kurve hier einbauen. Einfach mal so, einfach mal ab hier so eine Kurve. Ich würde einfach mal sagen, das machen wir auch, damit wir mal so auf den linken Weg rüberkommen, damit es nicht nur eine komplette Gerade ist. Und ja, das machen wir jetzt hier nochmal ein bisschen stärker. Und dann machen wir tatsächlich nochmal etwas breiter, nicht viel breiter, weil wir uns erstmal hier erstmal orientieren müssen, das hier weiterzubauen. Zack, dann haben wir das hier auch, dann haben wir hier schon mal einen Weg durch. Jetzt ist es trotzdem der Fall, dass es hier so ist. Das heißt, wir nutzen das allererste Mal diese natürlichen Wege. So, dann sehen wir es wenigstens hier auch optisch zumindest. Ich hätte es darauf oft auch verzichten können, aber ich wollte es nicht. Ja, deswegen mal schauen. Da ist auf jeden Fall hier schon mal ein Spargeschäft. Ja, warte schon mal schnell. Logischerweise, hier sind noch nicht so viele drin. Und da dreht sich tatsächlich alles. Also sowohl die Wagen als auch das. Und dann gehen sie, ja, logischerweise hoch und runter, damit die Leute dann auch aussteigen können. Deswegen machen wir einfach mal Flip mit Kick. So. Zack, dann ist das auch benannt. Schauen wir einfach mal ein weiteres Fahrgeschäft, damit es hier hinten mal ein bisschen belebt wird. Und ich weiß ehrlicherweise nicht, was das ist. Ah, Autoscooter. Oh, Autoscooter ist nice. Aber auch riesig. Warum ist das so groß? Okay, machen wir noch nicht. Ist mir zu groß. Das hier, wie groß ist das? Würde hier reinpassen, aber ich will dann eher mehr ins Piratenthema reingehen. Deswegen mal schauen. Ich würde tatsächlich sagen, was ist das? Ironclaw. Hier sieht sehr interessant aus. Aber wir haben ja noch so viele neue Sachen jetzt. Also wir können wirklich sehr, sehr viel bauen, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich würde auch mal kurz sagen, können wir eigentlich... Ja, Forschung ist nämlich schon beendet. So, schauen wir mal. Wir haben den Hammer Swing. Und auch familientechnisch haben wir auch noch den Star Wheel. Sieht aus wie einfach nur ein Rad. Ja. Kann man auch mal machen. Wir sind tatsächlich nicht durch. Wir können hier noch mehr forschen. Ist natürlich gut für uns. Heißt für uns auch mehr investieren für die Zukunft. Hier wird auch gleich noch die Achterbahn fertig. Schauen wir mal. Die Achterbahn ist in Desert. Ja, bin ich sehr gespannt. Sieht interessant auch aus. Wir pausieren hier oder machen es wieder langsamer. Und forschen. Forschen weiter natürlich. In einen Laden mal. Und zwar in Trinken. Haben wir ja nicht so viel. Deswegen nutzen wir es mal. Weil wir wirklich nicht viel haben. Wir haben hier eh nur ein Getränkeladen. Deswegen machen wir es. Und die ersten gehen auch hier lang. Schön die Abkürzung direkt mal nutzen. Perfekt. So habe ich es mir vorgestellt. Schauen wir einfach mal den Hammer Swing an. Und oha. Der ist wirklich hammermäßig groß. Was anderes ist er bisher zumindest nicht. Das haben wir schon. Jetzt bin ich leicht überfordert, muss ich ehrlicherweise gestehen. Wir nehmen mal hier den Star Wheel. Wie groß ist denn das? Oh Gott. Warum ist hier alles so riesig? Okay, wir nehmen das doch nicht. Wir nehmen auch nicht den Hammerswing. Der passt ja auch nicht rein. Autoscooter könnte reinpassen. Nee, könnte nicht reinpassen. Kickflip haben wir schon. Magic haben wir auch schon. Das haben wir auch nicht. Ist aber auch größer als hier das Geschehen. Ja, so langsam wird es kritisch. Der Iron Claw passt auf Millimeter nicht. Komm, das schaffen wir aber, dass der reinpasst. Heißt für uns hier mal kurz Weg weg. Ja, dreht mal bitte kurz hier um. Ich würde auch sagen, dass wir allgemein den Weg nochmal komplett wegmachen, damit wir das mehr anpassen können, weil das war mir auch zu breit, ehrlicherweise. Dann würde ich ein bisschen dünner auf jeden Fall machen. So, jetzt erstmal Fahrgeschäft Nummer 1. Das wäre der Autoscooter. Den habe ich hier doch schon gut im Kopf gehabt. Den machen wir relativ eckig hier einfach mal rein. Würde ich zumindest behaupten. Zack, und dann
geht hier erstmal nichts lang. Das bleibt nämlich erstmal geschlossen und dann gehen wir back. Lassen das jetzt auch erstmal unsichtbar, damit wir hier nichts irgendwie ändern oder sonst was. So, schauen wir einfach mal. Wir gehen in den Hammer Swing. Passt der jetzt hier hin? Nein. Das Star Wheel, das war ja eher länglich. Oh, passt trotzdem nicht rein. Nice. Wobei, oh, das könnte sogar passen, wenn wir den Weg mehr anpassen. Ja, natürlich machen wir das direkt. Ob das dann immer noch so eine Abkürzung wird, weiß ich nicht. Ich denke nicht. Aber ich würde sagen trotzdem, wir machen es einmal. Zack, hier oben nochmal kurz löschen. So, und dann schauen wir, dass wir das hier hinbekommen, indem wir jetzt hier unser Star Wheel reinpflanzen. Boah, ich sehe noch nicht mal hier alles. Gehen wir mal hier so seitlich. Dann sehen wir hoffentlich ein bisschen mehr. So, in welcher Hinsicht passt es hier nicht? So, machen wir mal so. Es war hinterher noch ein bisschen. Das ist gigantisch. Sind das zwei Riesenräder ineinander? Bewegt sich das nochmal? Also zwei Riesenräder ineinander ist es auf jeden Fall. Das haben wir ja schon gerade gesehen. Ich will das trotzdem sagen. Wir machen hier den Weg etwas breiter jetzt sogar, weil wir halt jetzt doch mehr Platz dazu bekommen haben von den ganzen Dingen hier. Deswegen nochmal kurz schauen, wo wir das hier tatsächlich exakt reinmachen. Ich würde sagen, hier Richtung Star Wheel tatsächlich mehr. Dann gehen wir weiter, machen das kürzer wieder, damit wir hier besser um die Ecke kommen. Zack. Und dann hier schön verbinden. Wobei, ja, was heißt verbinden? Eigentlich hier wieder löschen, damit wir da auch hier schön mit diesem breiten Weg arbeiten. Da ist der auch fertig. Hier sehen wir es auch, schön abgesteckt alles. Ja, und dann würde ich aber sagen, beim nächsten Mal werden wir das hier alles eröffnen. Das Riesenriesenrad, muss man ehrlicherweise gestehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, der Park hat sich, ja, er hat sich erweitert. Sieht man ja selber. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.